Willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind letzte Folge in Hogsmeade angekommen und ja, da sind wir jetzt immer noch. Und wir sollen jetzt nächstes wieder Nettie auf dem Hauptplatz treffen, nachdem wir jetzt ein paar Besorgungen gemacht hatten. Und uns ein bisschen umgeschaut. Ja, gibt nur noch einiges hier zu entdecken, aber da brauchen wir erstmal mehr Zaubersprüche für. Und deshalb. Da können wir noch. Genau. Was haben Sie jetzt vor? Loflam. So, Nettie, dann mal weiter. Warte kurz. Schau mir kurz noch die ganze Seite. Besenknecht Sonntagsstart. Handbuchseiten. Der ist absolut 50 Sekunden Geschäft mit Filialen in Paris, London, Hogsmeade. Mit Sinn von Zaubererkleidung, Accessoires. Mr. Augustus Hill und seine Mitarbeiter Otto Tippel sind allen Kunden gerne behilflich und gegen sie dabei in Sponsor die Herausforderung, weniger Modebus 6 und Zauberer einzukleiden. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Ach du Scheiße. Voll. Dodge, Mann. Ja, jetzt haben wir wieder zu kämpfen, ne? Nach drei Folgen. Ich hoffe, das ist ah, ne, wir müssen vom Buch gar nicht weg bei dem Pickel. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Weiter so! Wir müssen ihn zerhören! Protein! Lumos! Nein, kein Lumos! Au! Was war das? Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das gefällt mir! Mach das nochmal! Nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen? Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Wann habe ich erkannt, dass ein Officer ist? Naja. Okay, Reparo. Reparo. Da haben wir ihn. Na also. Hallo. Mal sehen, was er will. Ja, hallo, Sie wollten was?
Schnell, dass wir mal repariert haben. Das ist ein bisschen komisch, weil das so sagt. Repar! Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. So, jetzt noch das Haus, ne? Reparo! Wir haben gerade über dich gesprochen. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Traditioneller Schuhmarken. Das ist doch nicht anders, oder? Das ist einfach nur Stärke. Was ist hier jetzt aus dem Bildschirm? Die aktuelle Verteidigung und Offizier werden rechts oben im Bildschirm angezeigt. Bei den Platzvermeldungen und Menge Tuka. So. Geometrischer Hausumhang. Nicht schlecht. Meinte das Wilderes. Quidditch-Umhang von Hufflepuff. Nett. Der ist ein bisschen Fernseher, da ist so goldene Rahmen. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Warte mal ganz kurz, die beiden. Mach's mal so. Mach dann mal hier rauf den hier. Wenn ich den besseren auskoste, darum ging's mir jetzt. Ich verkaufe noch mehr Kampf-Trevelio-Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur... Besenknechts-Puppe. Im Gegensatz zu vertrauen Puppen, die von Schülern für Drillübungen benutzt werden, dienen die Puppen bei Gegenknechts nur dazu, die neueste Zauberermode zu präsentieren. In einem Laden um. Oh, hier ist eine Statue. Die haben auch irgendwas zu bedeuten. Das ist auch sowas, mit dem wir noch nicht interagieren können. Und wer so ein Schuh die Augen auf hat.
Spiegel. Spiegel haben sich gespart. Die Reflexion. So. Wenn das nicht zu Fall ist, trifft sie vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant. Und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Guck, der schaut die ganze Zeit nach rechts gerade. Habt ihr gehört? Das war ganz strange. Oh no. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier! Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Einige Aufträge, aber es stand da auch, haben offene und haben keinen Körper so irgendwas. Okay. Das ist schon weg, ich konnte es nicht mehr lesen. Blöderweise. Ich muss mich mehr aufrichten hier, sonst bin ich so leise. So. Okay. Ja, mal alles reinschaufeln. Gleich bestimmt lustig laut, das ist jetzt bestimmt auf der Typ. Rebellion. Gibt's irgendwas? Wo könnte es das geben? Schau mal.
alle die Zauberstäbe gezogen haben, fand ich ganz lustig, muss ich sagen. So. Nice. Bessere Handschuhe. Revelio. Die ist draußen, die Seite. Okay, hier geht's auch raus, gut. Geht's noch weiter hoch. Schlosserstufe 1, alles klar. Schlösser können wir noch nicht öffnen. Sind wir noch zu schlecht für. Oh, es ist dunkel, ja. Ich stehe. Es ist Abend. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Muss ich nachdenken, weil das noch zu hören. Nutze die Karte. Wait, hat sich die Karte mal kurz aus, um die anzuzeigen. Schnellreisen, irgendwann das dran. Reisen, okay. Sehr gut, geht also quasi über das Dorf hinweg auch. Sehr cool. Auch cool, dass hier bei Residence komplett gelb leuchtet, wegen Hufflepuff. Auch sehr passend. Oh ja, sind wir aber instant hier. Steht ja auf eine Eule. Und keiner sagt was dazu, dass wir eine Eule haben. Okay. Gut. Das Eulbar sein. Ja, gerade als wir rausgegangen sind. Handbuch öffnen. Eulbar ist gesendet, wenn Charaktere, die du getroffen hast, anfangen und Neuigkeiten mit dich haben. Wenn du Professor Fick, um seine Eulbar zu sehen. Komm zu mir. Ich habe also in der Milieu, dass wir irgendwas gefunden haben, entdeckt. Okay. So, ist denn der Fick? Kommen wir da aktuell aber so hin? Ja. Können wir zur Zauberkunst. Schneller. Das hat sie gesagt. Dachte ich auch. Du weißt aber, dass das nicht stimmt. Ah ja, klar. Irgendwo unten. Zauber, den das andere Mädchen gewirkt hat. Es war kein so, wir haben Nebenaufgaben, aber die machen wir dann. Bedingt, ich will jetzt mal auf zum Fick gehen, um mal da die Story ein bisschen weiter zu machen. Weil wir haben noch viele freigeschaltet an Features. Und ich persönlich fange dann bei so Spielen eher lieber an, mehr zu machen an Erkundungen und Nebenaufträgen. Wenn wir auch mehr Features freigeschaltet haben. Ah, für das Fix-Unterrichtsraum ist das hier, okay. Muschelmetallisch. Aha. Haben wir denn eine Muschel? Das ist ein komischen Hut. Aber Hüte bin ich kein Fan von. Wo das Gold ist, ist das besser. Krass. Ach so. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht aus. Cool, cool. Da liegt noch was. Was der Fake? Das wäre meine Bekenntnisstunde nicht schon ausreichend. Belastet, dass das Ministerium mit einer recht unerfreulichen Aufgabe traut, die Ankunft eines Neuzugangs Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Versuche diese besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmlingen das Leben hier zu gewöhnen, bevor Schule beginnt.
Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden sich Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nicholas Black, Schulleiter. Dieser komische Typ. So. Gibt es sonst nichts zu reviewen? Okay. Das ist wieder so eine strange Statue, die noch keine Bedeutung hat, aber überall rumsteht. Ganz komisch. Oh, die 44 Gallionen nehme ich gerne mit. Also, müssen wir warten, bis Zeit vergeht. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Okay. Hackett hat Hausaufgabe. Gut. In the mind. Was ist denn der hier? Steht da und guckt sich gegen jemanden. Okay. Wir sollen runter. Da habe ich schon eine Revelio-Seite gesehen. Set eines Augury. Das Set eines irischen Phönix oder Augury. Ein neuer Scheuervogel, der Regen vorhersagen kann und dessen Klangschrei als den Tod ankündigt. Oh ja. Neues aus meiner misslichen Lage. Ja, sie stiehlt. Warte kurz, da oben ist auch Revelio. Ach, Revelio, ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Skelett eines schwarzen Hybriden. Dieses große Skelett, das im Unterrichtsraum für die Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hackett an sich genommen hat, indem sie während der großen Wilderer-Razzia von 1878 im Alleingang einer der größten Wilderer-Ringe in Ostwales zerschlagen hatte. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor.
Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden kreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ich wollte gerade sagen, jetzt will sie, dass wir Duell machen. Ich will, dass wir in den Duellierclub gehen, die Frau. Wo das geheim ist. Das ist, okay. Gut, die Nebenquests hatten wir noch nicht gemacht. Müssen wir die jetzt halt quasi jetzt mal vorstrecken, bevor wir weitermachen können. Ganz cooler Weg, um den Spieler quasi dazu zu bringen, auch die Nebenaufgaben zu machen, indem man die einfach verpflichtet macht, dass man den Unterricht fortsetzen kann. Revelio. Wir haben so Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man sich speziell Toilette meinen, dass sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Ihr Praxia-Maul hat mir das Baden erlaubt, in eben jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, von ihm kam diese Zusage, ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Nee. Hau doch ab. Gut. Ja, auch nicht in dem Teil. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Hof des Uhrenturms. So, jetzt haben wir nämlich diese Nebenaufgabe. Ne, für die wir auch quasi jetzt hier sind. Hier, Kreuzsterbe, erste Runde. Kann ich dir helfen? Ja, moin. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, ich trete an. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Okay. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Geht's hier ab. Du sprichst gelbe Schild mit Kontrollzauber, wie dem Liebe ins Lioso. Zieh dann die Singer ab, der Genau und ziehen zu verfolgen. Sehr, um das hier während der Weg zu wechseln. Castringo! Levioso! Expulso! Das ist etwa alles? Yo, ciao! Levioso! Was für Spam, den Dude? Beam! Descendo! Starke Treffer in dieser Runde. Gut gemacht.
Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Danke. Ich hoffe, du kommst wieder. Lässig, elegantes und sauber mit Diamantenmuster. Willkommen zurück. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay, also ein bisschen üben, ne? Ja. Achso, das machen wir so. Akio! Sehr gut gemacht. Vigioso. Kann man das schön kombinieren. Sehr schön. Das ist cool. Vigioso. Akio. Kombos hier raushauen. Ausgezeichnet. Nice. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Also Übung 1, Auftragabschluss. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Mal die Nette mal mitkommen. Bereit für dein Ende? Wie ihr meint. Verzeihung im Voraus. Ne. Adeptenrunde. Sprich mit der Stelle mit Kraftzauber wie dem Aufrufe Zauber Azio. Zieh an, wie sich jung erlaubt, die Deke in Ohren ziehen zu verfolgen. Ja, okay. Müssen wir gleich Bescheid. Akio. Das war's mit meiner Wette. Potego. Warte. Lumo. Akio. Lumo. Ich meine nicht in Ruhe. Konstanz. Nice. Nur nicht zurückschrecken. Arresto Momento. Akio. Lidioso. Nett. Was für ein Duell. Bravo. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Nett. Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Okay, das war Koboldsteine Runde 2. Ja. So, sollen wir jetzt Hacker zurück? Es gibt uns ins Handy hoch. Gott sagen, das sieht aber auf der Map eher so aus, als wäre der bei Rowan. Ne? Erweitert den Horizont. Das stimmt.
Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Okay. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Nice, Incendio. Zum Zauberstab erklären, muss der Zauberstab den Zauberstab mit in die Ausrüstung. Das muss ich in einem anderen Zauberstab austauschen. Gut gemacht. Um als Zauber der Gegenstand zu benutzen, musst du ihn zuerst zu deinem Zauberset hinzufügen. Füge jetzt ein Incendio hinzu. Wegen dem Zeiger über Incendio halte RT gedrückt und tippe auf den Schaltfläche an der Stelle, den du platzieren möchtest. Das ist hier unten eigentlich. Gut legende Sachen. Ah, Almora, okay. Das ist Self-Angriff. Gut, Incendio. Sie ist aber eine Reichweite, auch musst du dich an einem Ziel befinden. Versucht epischen Schaden zu bestimmten Objekten an. Gegner, die im Feuerangriff getroffen werden, allein für einen Sekunden weiter Schaden. Diese Zeit für unseren Schlüssel zu Brand auspushen. Okay. Dann hatten wir jetzt hier nur Lumos und Reparo. Das ist ein Nutzenzauber. Rot ist Schadenzauber. Okay. Das heißt, ich kann jetzt quasi sagen, ich möchte statt Reparo haben. Rechts, genau, unter und links, ja. Sehr gut, okay. Aufgaben, Hausaufgaben abschließen. Haben wir jetzt auch die Herausforderung. Wir sind schon Stufe 8. Incendio ist ein schwerer Zaubertrauber, der sich der Flamme auf kurze Distanz entfesselt. Mal Klammer ausprobieren. Incendio, Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Incendio! Ihn voranzusetzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Gut, das ist Incendio-Kombo, alles klar. So, okay, dann gehen wir mal so langsam mal in die Schuhe zurück. Rebellion. Toilette hier, ey. Hey, brauchen den Trank. Wenn das kein Easter Egg ist, dann weiß ich ja nicht, ne? Das ist eine Anspülung auf unseren Teil von Harry. Kann man schrecken. Gut, Leute, aber was wir bevor wir Fick machen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. 100% haben wir bis jetzt von 100. Nice. Ja, ich hab noch viel zu tun. Können Sie aber jetzt mal noch das Zeug holen. Die Halbpulle, schade, Klassenbesten. Handbuchseiten haben wir auch schon hier. Bisschen was. 17% von dem Battle Pass schon, also Herausforderungspass.
In Sammlung haben wir jetzt schon gepanzerter Troll. Okay. Gegner, die auf den Abenteuer oder den generischen Banditenlager über einen Monat finden kannst. Die meisten Gegner haben vielleicht Schwächen gegen bestimmte Zauberschlüssel am Arsenal. Abstand, sicherer Schütze. Okay. Zauberstücke werden zumeist in Sammlungstruhen auf der ganzen Welt gefunden. Im Zauberstab wird das aus dem Menü zugeteilt, kosmetische Änderung. Ah ja. Und der voll gewundene Schneedesign. Du kraubst eine silberne Eule. Können wir hier noch die Beschwörung sammeln? Genau, das sind einfach die Crafting-Sachen. Die Arten von Zutaten, die wir schon kennen. Wir kennen schon Tiptam. Okay. Hab ich das aufgehoben? Naja. Ja klar, und die ganzen Rebellseiten, die wir jetzt gefunden haben. Haben wir noch zumindest auch schon ein paar. Das Hochland. Und das sind die ganzen Diego-Objekte, die wir... gesammelt haben. Okay, ganz cool. Hier gibt es dann später noch Eigenschaften, die man sammeln können. Werkzeuge, da haben wir jetzt schon zwei Stück. Einmal den Endos-Trank. Megapower-Trank. Werkzeugraten, LB. Mhm. Genau, da müssen wir das Hauptziel richtig. Dann haben wir jetzt hier noch aktuell keine anderen Aufgaben. Abgeschlossen, genau. Gut, jetzt machen wir die Voraussetzungen. Interessant. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Take this. Find them.